Hallöchen, meine lieben Freunde, und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anschluss 3 DFB-Pokal. Da sind wir am Start. Außerdem haben wir das Spiel gegen 1. FSV Mainz und gegen Greuther Fürth. Ja, 16. und 18. Na, schauen wir mal. Also, ne, da wären zwei Siege auf jeden Fall richtig gut. Außerdem haben wir einen Termin. Wir wollen den Sepp Vandenberg holen. Aufgrund, ja, wir brauchen was in der Innenverteidigung noch. Na, mit Bar bin ich eigentlich auch nicht zufrieden, so wirklich. Stärke 9, ja, Allrounder. Obwohl, ja, eigentlich muss man damit trotzdem klarkommen. Ach, wir haben den Dings gar nicht besucht, ne, den Kone, fällt mir gerade ein. Naja, okay. So, 87%, Normalzustand. Ja, okay. So, wie sieht's hier aus? Privates, ja, ist okay. So, wir gehen dann mal in die nächste Woche, würde ich sagen. Vom schlechte Spieler, genau. Dann machen wir das auch. So, oha. Das ist natürlich brutal. Wir können erstmal hier so ein bisschen was bieten. Machen wir 900.000. Ja. Handgeld will ich den jetzt nicht bieten, ne? Achso, ja, der würde gerne kommen. Kemp hat sich stark verbessert, hat einen Stecker 3 der Jugendspieler. Sehr schön. Die Meldefrist für den Europapokal, ja gut, da sind wir eh nicht. Ne? So, SV Heimstetten, let's go. So, Neuer, wie sieht's aus? Ja, der ist noch im Aufbau, 33 hat der Kondi. Ja, reinpacken würde ich den jetzt nicht, ne? So, ich würde sagen, der Sach kommt jetzt aber im Tor dafür. Bin mal gespannt, was der so hier hält. Außerdem würde ich sagen, wir packen ihn mal jetzt im Mittelfeld rein. Ja, den Krause würde ich auch gerne mal sehen von Anfang an. Noack für Itakura würde ich mal sehen. Marino. Ja, Thuram. Thuram kommt mal für Lobete rein. Ansonsten würde ich alles so lassen, ne? Ja. Sonst gibt es da eigentlich nichts. Die anderen wollen wir ja alle abgeben. Ja, hier der Jörg. Kein Talent. Brauchen wir auch nicht. Aber er kann trotzdem bleiben. So, genau. Dann würde ich sagen, lassen wir so alles. Und dann ab geht die Post. So, Stärkeverhältnis ist 58 plus 6 sind 64. Ja. Ja, sagen wir das. Versprecht mir bitte eins. Unterschätzt diesen Gegner nicht. Diesen nicht. Die Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Ausverkauft Hütte, 3000 Zuschauer, 529 sind aus Gladbach mitgereist. Ja, und Claudia Pechstein tippt ein 0:2 für uns. Ja, ich bin mal gespannt. Hoffmann sieht sich Matuta gegenüber und spielt den Ball nach hinten. Koulibaly nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte. Spielt ihn an den Strafraum. Hoffmann kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt nach links hinaus. Schulz schlägt den Ball hoch vor die linke Strafraumecke. Hernandez bringt den Ball unter Kontrolle. Liegt vor dem Strafraum quer. Hoffmann bringt den Ball an Matuta vorbei. Weicht nach links aus. Lässt Matuta mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen. Läuft ein paar Schritte mit dem Ball. Spielt ihn an. Dann Richtung Mittelkreis zurück. Aber zu kurz. Ichue geht dazwischen und spielt den Ball direkt an die Spitze. Koulibaly sieht den Weg. Ah. Aber da passiert nichts. Koulibaly hat den Ball wieder. Schlägt den Ball hoch vor die linke Strafraumecke. Hoffmann schaut. Spielt den Ball direkt in den Strafraum. Doch dieser ist soweit und landet im Tor aus. Neuhaus läuft auf den Strafraum zu und zieht ab. Klar vorbei. Ah. Volley-Schuss Thuram. Gaetan klatscht den Ball nach vorne ab, hat ihn dann aber im Nachfassen sicher.
Neuhaus spielt vor dem Strafraum einen verdeckten Pass nach links. Lado nimmt den Ball mit, sprintet in die Mitte, holt aus, spielt dann doch quer nach rechts. Ichue versucht Hernandez auszuspielen, geht an ihm vorbei, nimmt den Ball mit, will zurück ins rechte Mittelfeld spielen, bleibt am Boden hängen und der Ball geht ins Aus. Der Spieler scheint sich verletzt zu haben. Ja, super, das auch noch. Ja, Thompson kommt dann rein. Lado sieht von der Strafung kein Durchkommen. Spielt erstmal zurück. Matuta stimmt dynamisch auf Hoffmann zu und rennt ihn einfach über den Haufen. Ja, der Schiedsrichter pfeift dies sofort. Hoffmann versucht Matuta auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an und kann den Angriff abfangen. Sehr gut. Bleiben die Tore. Vier Chancen wieder, aber kein Tor, ey. Fängt schon wieder gut an. So, Saar spielt gut. Einsatz 150%. Macht sie fertig. Lado nimmt den Ball mit. Sprintet in die Mitte. Bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle. Spielt ihn auf die rechte Seite hinaus. Scully versucht den Ball über den Torwart zu heben. Torwart getan, steht genau richtig und wird angeschossen. Und hat den Ball im Nachfassen. Aber der ist angeschossen, ne? Ist ein Heber über ihm. Gelbe Karte für Koulibaly wegen üblen Foulspiels. Kann nicht sein, ey. Immer noch 0-0. Thompson, der spielt schlecht. Thuram spielt auch nicht gut. Lobete kommt rein. Und da ist das 0-1 für uns. Matuta. Jawohl, Thompson mit der Vorlage. Sehr schön. Gelbe Karte für Nils Schulz wegen einen harmlosen Foulspiels. Ja, Krause spielt auch nicht gut. Bach kommt dann rein. Ja, mehr können wir auch nicht wechseln. Lado schießt sofort. Tritt in den Boden. Der Ball rollt in den Strafraum. Lobete versucht, den Ball unter Kontrolle zu bringen und wird von Bourguignon im Strafraum festgehalten. Nimmt den Ball in die Hand und stößt. Lobete zückt die gelbe Karte. Eckball für Heimstetten von der rechten Seite. Schulz zieht den Ball direkt aufs Tor. Aber Saar hat aufgepasst und fängt den Ball ab. Sehr gut. Neuhaus kommt vor den Strafraum frei zum Schuss. Aber weit über das Tor. Boah, der Neuhaus, der. Was soll ich dazu noch sagen, ey? Der zieht ab, ey. Aber macht die Dinger nie rein, ey. Naja, wir gewinnen das Ding. Ichuja hat einen Kreuzbandriss. Ei. Zurückbohrt eine schwere Gehirnerschütterung. 3-11 Chancen. Bester Spiel mit Matuta. Spielwertung 3 ganz nett. Ja. Wie gesagt. Haben wir wieder mal gesehen, so viele Chancen, aber nur ein Tor. Also Chancenverwertung ist hier rar gesät. So, Schalke gewinnt erstmal 1-0 gegen Bayern. Duisburg gewinnt 1-0 gegen Hertha. Erste gegen zweite Liga haben wir auch. Da gewinnt Leverkusen 2-1 gegen Ingolstadt. St. Pauli verliert 0-3 gegen Dortmund. Sandhausen verliert 0-3 gegen Wolfsburg. Hoffenheim gewinnt 3-2 nach Verlängerung gegen Paderborn. Hessen-Kassel gewinnt 1-0 gegen Augsburg. Union Berlin gewinnt 3-1 gegen Hannover. Erste gegen dritte Liga haben wir auch. Halle verliert 0-1 gegen Mainz. Utrecht verliert 1-2 gegen Bochum. Bremen verliert 1-3 gegen Frankfurt. Steinbach-Heiger gewinnt 2-0 gegen Fürth. Oh, okay. Erste gegen Amateure, da gewinnen alle Erstligisten. Ja, wir haben uns sehr schwer getan. Aber nur, weil wir das Tor nicht getroffen haben. Zweite gegen zweite Liga. Nürnberg gewinnt 2-0 gegen Würzburg. Und Hamburg gewinnt 1-3 gegen Wiesbaden. Zweite gegen dritte Liga haben wir auch. Münster gewinnt 1-0 gegen Darmstadt. Dortmund die zweite verliert 0-1 gegen Magdeburg. Lautern verliert 0-2 gegen Aue. Dann haben wir zweite gegen Amateure. Da gewinnen die ganzen Zweitligisten. Dritte gegen Amateure. Da gewinnen auch die ganzen Drittligisten. Und dann haben wir hier noch Amateur gegen Amateure. Oldenburg gewinnt 4-2 gegen Balinger SC. So, dann haben wir hier noch spanischer Pokal und den niederländischen Pokal. So, wir lassen das zusammenfassen. Schalke spielt gegen Leverkusen, Regensburg gegen Bochum, Viktoria Köln spielt gegen Union Berlin, Frankfurt gegen Nürnberg, Leipzig gegen Freiburg, Braunschweig gegen Mainz, Bielefeld gegen Aue,
Wolfsburg gegen Hamburg, Kiel gegen Duisburg, Münster gegen Dortmund. Wir haben das Glück, dass wir wieder gegen Amateure spielen und zwar diesmal gegen VfL Oldenburg. Dann haben wir zweite gegen zweite Liga, Hoffenheim gegen 1. FC Köln, zweite gegen dritte Liga haben wir Lübeck gegen Hessen-Kassel, Aalen gegen Heidenheim, Schweinfurt gegen Magdeburg und dann haben wir noch dritte Liga gegen dritte Liga, da haben wir VfB Stuttgart gegen Steinbach-Haiger. So, dann machen wir keine Siegprämie, weil da Siegpflicht ist. Braucht man keine Siegprämie für. So, 19 Wochen, sehr schön. Zum Glück haben wir noch den Jörg als Backup. Naja, der kann aber auch nur rechtes Mittelfeld spielen. Aber wir haben viele Leute, die linkes Mittelfeld spielen können. Ne, von daher ne, brauchen wir da jetzt nicht unbedingt einen holen. Lobete kommt rein. Ich würde sagen, Sach bleibt im Tor drinne, weil der hat es gut gehalten. Ne, deswegen würde ich den auch drin lassen. Ja, Itakura kommt wieder rein. Ansonsten würde ich eigentlich alles so... Ne, Bach kommt noch rein. Ja, dann würde ich alles so lassen, ne, wie gehabt. Kone, ja, der kann langsam wieder. Sehr schön. Das freut mich. Ja, wer kommt jetzt rein? Ne? Genau, der Jörg kommt jetzt rein auf der Bank. So, wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Mainz 05. Auswärts spielen wir. Einsatz 150%. Da will ich jetzt aber ordentlich was sehen. Na, gucken wir mal. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Ja, Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Ja, bin ich mal gespannt. 25.877 Zuschauer, 5.759 sind aus Gladbach mitgereist. Ja, und Joko Winterscheid tippt 3:1 für Mainz. Gucken wir mal. Wie gesagt, wir tun uns echt schwer zurzeit vorm Tor. Iglesias versucht, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Traumflanke, Fallrückzieher, Burgzorg, 1 Meter vorbei. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Und da ist das 0:1 für uns, Florian Neuhaus, Vorlage Bialek. Sehr schön. Und das 0:2 Matuta, jawoll. Per Standard. Eckball für Mainz jetzt von der rechten Seite. Larinda legt sich den Ball zurecht, schüttelt sein Schussbein noch einmal aus und schlägt ihn mal hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor. Burkhardt überspringt die ganze Hintermannschaft. Kommt frei zum Kopfball und da ist das 1:2. Und 1:3 Lobete, jawohl. Vorlage Scully. Stach marschiert auf Neuhaus zu, aber der gewinnt den Zweikampf und kann klären, sehr gut. Indirekter Freistoß jetzt nochmal für uns. 19 Meter zentral vor dem Tor. Thomsen tippt den Ball an. Matuta versucht, den Ball um die Mauer zu drehen. Schöner Schuss mit viel Schnitt. Knapp am Winkel vorbei. Schade. So, endlich mal ein ansehnlicher Fußball hier. Lobete. Matuta spielt gut. Dadai spielt auch gut. Der kriegt ein Lob. Und wir sagen, konzentriert weiter so. Wir behalten unsere Taktik bei. Konzentriert weiterspielen. Ja. Eckball für Mainz von der rechten Seite jetzt. Clarinda schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten. Kopfballduell von Splinter mit Itakura. Splinter setzt sich durch. Sei erreicht den Ball irgendwie und wehrt ihn nach außen ab. Splinter kommt aus Spitzenwinkel zum Schuss. Durch die Beine von Saar. Und da ist das 2:3. Ich drehe am Rad, ey. Ich drehe hier wirklich am Rad bei der Mannschaft, ey. Thomsen nach Gretsche von hinten in die Beine. Gelbe Karte, Eckball für Mainz. Also immer Eckbälle. Eckbälle, Standard, Standard, ey. Also die Standard hier, weiß ich nicht. Burgzock steigt hoch, schiebt Dadai weg. Komm, das muss gepfiffen werden. Ja, wird gepfiffen. Sehr gut. Lobete kann den Ball nicht sauber stoppen. Ja, ist eine Textpassage wert. Ja, was soll ich hierzu nur sagen? Ne? Noah kommt für Itakura rein. 75. Minute, Bialek raus, Thuram rein. 80. Minute, ja, Scully spielt auch schlecht. Ey, was ist denn hier los? Thomsen spielt auch nicht gut, Jörg kommt rein. Gelbe Karte für Beltran wegen Linienrichterbeleidigung. Und 2:4 Matuta, wichtig, wichtig, das ist die Entscheidung. Oder auch nicht, Toti nochmal 3:4.
Und wir gewinnen am Ende. Was für ein Spiel. 3-4 am Ende. Boah, ey. 10-8 Chancen für Mainz. Also diesmal war Mainz im Chancenplus, aber diesmal haben wir 4 Buden gemacht. Also jeder zweite Schuss ging rein, sozusagen. Matuta ist richtig gut, ne, muss ich sagen. Also standardmäßig ist er richtig stark. Ja, bester Spieler ist er auch geworden. Spielwertung 1, klasse. Aber Toti war da nochmal mit dem Elfmeter. Ach nee, war doch kein Freistoß. Ja, was war das? Ja, anscheinend nicht, ne? Anscheinend hat er einfach mal draufgepillt. Ah ne, Freistöße steht ja gar nicht. Stimmt. Nur 11 Meter steht's. Gut, wir haben endlich gewonnen. 3-4. Wie gesagt, boah. Da war ordentlich was los. Aber das war auch so viele Tore kassieren, ne? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Torwartproblem ist, ein Abwehrproblem. Ich weiß es nicht. Ne? Also, gut. Damit denn durch die Beine da, das ist natürlich ein Torwartproblem gewesen, ne? Aber ich weiß nicht, wir brauchen, glaube ich, einen besseren Torwart. Deswegen hoffe ich, dass der Neuer jetzt langsam fit wird. Ja, dass wir mit dem planen können. Naja, wir gucken mal. Am Ende denke ich mir, warum haben wir den Smash nicht geholt? Aber okay, so. Folgende Ergebnisse am dritten Spieltag. Paderborn spielt 1-1 gegen Leipzig. Mainz verliert 3-4 gegen uns. Regensburg gewinnt 3-0 gegen Leverkusen. Duisburg gewinnt 2-0 gegen Frankfurt. Fürth verliert 0-1 gegen Bielefeld. Fürth ist unser nächster Gegner. Die stehen auch immer noch letzter. Ah ne, 17. sind sie, genau. Hertha spielt 0-0 gegen Bochum. Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Union Berlin verliert 0-1 gegen Dortmund. Und Schalke gewinnt 4-2 gegen Bayern München. Ja, Matuta, 3 Buden, ne? Also der macht die Buden wenigstens. In der 11. des Tages immerhin. Ja, keiner von uns. Ja, im Bier von Duisburg war Hunsdorf. Anzers haben wir natürlich auch noch. Brentraid von Sevilla nach Trabzonspor. Dann haben wir Martinez von Levante nach Liverpool. Laporte von Leipzig nach Royal Antwerpen, nach Belgien. Dann haben wir Oliver Batista Meyer von Bielefeld nach Young Boys Bern. Alright. So. Erstmal neu. Genau, wir wollen ja den Dings haben, den Vandenberg. Wo ist der? Ach ne, der ist ja noch gar nicht da. Stimmt. Ah doch, der ist doch da. Gut. So, hier haben wir noch einen Torwart. Carlos, Spanier. Ja, wir spielen als nächstes gegen Fürth. Flanken- und Viererkette verbessert. Sehr schön. Scully, wo bist du? Hier als nächstes Flanken. Und wer war der andere nochmal? Habe ich jetzt vergessen. Wer war das? Ach ja, genau. Hier, Jörg kann auch was machen. Der macht mal Kopfball einfach. So, den besuchen wir auch mal. Kreuzbandriss, ey. Das ist natürlich bitter für ihn. Dass der einen Kreuzbandriss hat jetzt. Na. Das ist wirklich bitter. So, Jugendspieler, ja, der ist schon 17, ne? Aber Stärke 4 ist jetzt auch nicht so wild. Ja, Smash, ey. Wenn ich das so sehe, ja, dann denke ich den, komm, soll man den holen? Was wollte ich noch gucken? Irgendwas wollte ich noch gucken. Naja, auf jeden Fall erstmal ein paar Gespräche jetzt wieder machen mit Sa. So, wie sieht's mit Neuer aus? So, der kriegt erstmal wieder ein Gespräch. Der Kone ebenfalls. Der kriegt zweimal sogar ein Gespräch, weil seine Moral sinkt. Ja, der Wolf kriegt auch ein Gespräch. Oh. Keine Ahnung, warum die Moral jetzt sinkt von denen. Ich verstehe das Ganze sowieso hier jetzt gerade nicht. Ja. Haben gewonnen. Ich weiß nicht, wo jetzt das Problem liegt. Okay. So, Torres hat sich frisch verliebt in Jesonja und kann sich zurzeit nicht so recht auf den Fußball konzentrieren. Also, Lado, schwere Zehenprellung, Bierleck, Rippenbruch, ja, Verletzung. Die Liste steigt jetzt. So, Sepp Vandenberg, den wollen wir uns holen. Man hört viel Gutes, das ist schon mal gut.
So, hier gehen wir erstmal runter, würde ich sagen. 3 Jahre, zack, zack. Frankfurt gibt ein verbessertes Angebot. Das heißt, die wollen den halten. Auf jeden Fall. Aber gibt immer noch ein verbessertes Angebot ab. So, jetzt steigen sie aus. So, 8,5 Millionen, ne? Dann steigen wir bei 4,25 ein. So, da gehen sie natürlich nicht runter. Ist ja klar, die wollen den Spieler ja halten. So, jetzt gehen sie mal langsam runter. So. So, spielt ab sofort bei uns. Das heißt, wir hätten den noch weiter Preis ziehen können, aber okay. Bayern gewinnt 1-2 gegen Sociedad. Champions League hier wieder. Duisburg gewinnt 0-4 gegen Bialystok. Dann haben wir Leverkusen gewinnt 1-5 gegen Sabre. Leipzig verliert 1-0 gegen Sturm Graz. Ja, dann haben wir hier Europa League. Hinspiel Greuther Fürth verloren. Ah, Rückspiel gewinnen sie und sind damit in die nächste Runde. In die erste Runde. So, dann haben wir die anderen Mannschaften auch noch dabei. Mainz gegen Sivasspor, Dortmund gegen Reykjavik, Wolfsburg gegen Olympique Marseille. Dann haben wir noch Greuther Fürth gegen Basaksehir. Oh, that B's. So, erstmal ein paar Gespräche wieder hier. Zack, zack. So, ja komm, der kriegt die 5, der Sepp. So, Bialek ist Risiko. Okay, da geht noch. Aber der geht dann, der kommt da nicht rein. Der Türrahmen kommt dann rein. Warum sinkt die Moral jetzt? Also, das muss ich manchmal nicht verstehen. Ne? Bialek kommt raus. Guck mal, hier 90. Moral. Anscheinend müssen wir erstmal wieder gewinnen. Na, bevor die hier wieder die Moral bekommen. Der Sepp Vandenberg, ne? Form 12. Den packen wir direkt rein. Itakura kommt auf die Bank. Genau. Ja, Neuer. Wie sieht's aus? Ah, kann auch... Warte mal, kann auch das wegen die Transfers sein? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, Neuer kann auf jeden Fall auf die Bank. Der sagt, geht jetzt erstmal in das Spiel im Tor nochmal. Ne, und dann geht der Neuer rein. Obwohl, konditionell müsste das reichen, ne? 36, reicht das für einen Keeper? Ja, ne? Ja, komm, wir packen mal Neuer rein. Ist jetzt egal, komm. Wir müssen da was ändern. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock, so viele Tore zu kassieren. So, Einsatz 150% wieder. Wir wollen einen Sieg sehen. Genau. So, Kone. Der kommt wieder rein. Neuhaus kommt auf die Bank. Machen wir das so. Okay. 17 plus 6 sind 23. Wir sind ganz klar hier die Favoriten. Aber gewonnen ist dieses Spiel noch lange nicht. So sieht's aus. Sie blinken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. 51.259 Zuschauer, 1.267 sind aus Fürth mitgereist. Und Ingolf Luck, ja, der tippt mal eben mal 0 zu 9 für Fürth. Magic. So, Kruijs versucht Bar auszuspielen, geht an ihm vorbei. Kruijs nimmt den Ball an, hebt den Ball direkt vor dem Strafraum. Rebiger nimmt den Ball mit, dreht sich nach rechts, spielt den Ball auf den Flügel hinaus. Kruijs läuft mit dem Ball bis auf Höhe der Strafraumgrenze und legt dann quer. Rebiger stoppt den Ball, läuft gemächlich zum Mittelkreis, schlägt den Ball weit auf den linken Flügel hinaus. Kein Abseits. Bucher versucht Scully auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Marschiert auf die linke Strafraumecke zu. Läuft ein paar Schritte mit dem Ball. Spielt ihn dann Richtung Mittelkreis zurück. Aber zu kurz. Der Gegner fängt den Ball ab. Scully lässt Suarez mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen. Läuft auf den Strafraum zu und zieht ab. 1 Meter vorbei. Kone tanzt Christiansen einfach aus und zieht vorbei. Schirmt den Ball geschickt gegen Ibanez ab. Leitet ihn nach links weiter. Bar sieht sich Kruijs gegenüber und wechselt erst einmal den Flügel.
Pannenberg spielt den Ball steil vor die rechte Strafraumecke. Lado nimmt den Ball mit. Will zurück ins linke Mittelfeld spielen. Aber der Ball geht in Seiten aus. Na, war auch nix. Und da ist das 0:1 für Fürth. Tillmann. Ach man, kann nicht sein wieder, ey. So, Bar wird kritisiert. Und wir treiben die wieder mal an. 1:1 durch Thomsen, jawohl. Volle Scully. Sehr gut. Matuta setzt sich gegen Suarez durch. Kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt nach links hinaus. Bar läuft begleitet von Cruz Richtung linker Strafraumecke. Flankt dabei sofort in den Strafraum. Doch der ist zu weit und landet im Tor aus. Ah. 66. Ja, Thüram, Dänisch kommt rein. Scully, ey, was ist denn hier los, Leute? Was ist hier los, ey? Thomsen geht auf links. Jörg kommt rein. Und da ist es 2:1. Kone, jawohl. Bar mit der Vorlage. Jetzt Eckball für Greuther führt von der linken Seite. Melamed zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Dardai springt den Ball ans Knie. Und von dort in die Arme des Torwarts. Och, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. So, wen wechseln wir jetzt aus? Pause kommt für Bach rein. Gelbe Karte für Dardai wegen schwerer Schiedsrichterbeleidigung. Und 2:2 Kruis, ey. Ich glaube nicht, ey. Ibanez kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt ihn nach rechts hinaus. Amuako hat viel Zeit und läuft in die Mitte. Passt den Ball direkt vor den Strafraum. Aber durch die Mitte ist da zurzeit kein Durchkommen. Ich glaub's nicht. 2:2 gegen Fürth jetzt. 5:5 Chancen. Bester Spieler Thomsen. Spielwertung 3 ordentlich. Der Tillmann war sogar 11 Meter. Ja, wir sind auf Platz 13. Folgende Ergebnisse am 4. Spieltag. Bielefeld gewinnt 2:1 gegen Leverkusen. Bochum gewinnt 2:1 gegen Paderborn. Augsburg gewinnt 2:1 gegen Schalke. Dortmund spielt 1:1 gegen Regensburg. Leipzig verliert 0:2 gegen Wolfsburg. Ja, Duisburg gewinnt weiter. Gewinnt 2:0 gegen Hertha. Bayern München verliert 1:2 gegen Union Berlin. Frankfurt spielt 3:3 gegen Mainz. Ja, und wir spielen 2:2 gegen Greuther Fürth. In der 11. des Tages immerhin der Thomsen und der Kone. Çalhanoğlu bei Duisburg wieder. Transfer Sepp van den Berg, ja. Von Frankfurt nach uns. Dann haben wir Perez von Excelsior Rotterdam nach Leverkusen. Amrani von Groningen nach Hertha BSC. Dann haben wir Luke Wouters von Villarreal nach Frankfurt. Dann haben wir Stefan Matip von Duisburg nach Rayo Vallecano. Kust von Wolfsburg nach Sittard. Dann haben wir Arndt von Crystal Palace nach Leicester City. Ja, und Mascholai von Nürnberg nach Linz. Okay. Joa. Der nächste bei Duisburg wird umworben, der Albert. Der Kehren. So, wir spielen als nächstes gegen VfL Wolfsburg. Die stehen auf Platz 2. Außerdem spielen wir in der nächsten Folge gegen Schalke 04 und gegen Hertha. Wolfsburg auf 2, wie gesagt. Schalke ist auf Platz 12 und Hertha ist auf Platz 16. Also auch noch nicht gut gestartet. Sepp van den Berg kriegt ein Gespräch. Der Bielek kriegt einen Besuch. Lado kriegt ein Gespräch. Der Thüram. So, Dänisch kriegt ein Gespräch. So, der Torres kriegt ein Gespräch. Und der Neuer hat eine gute Moral, ne? Nur eine schlechte Form, ne? Und ja, ich würde sagen, Itakura kriegt nochmal ein Gespräch. Ja, liebe Leute, da würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wie gesagt, das sind die nächsten 3 Spiele in der nächsten Folge. Wolfsburg, Schalke und Hertha. Ich bin ja mal gespannt, was wir da machen. Wie gesagt, Siege brauchen wir unbedingt. Bis jetzt sah es noch nicht so aus. Ne, Platz 13. Ich weiß gar nicht, was ist unser Ziel überhaupt?
Plaster halt, ja gut. Ich denke mal, da kriegen wir hin. Na, aber wie gesagt, ich würde, wenn dann, schon ein bisschen höher kommen. Ne? Aber gucken wir mal. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange tschüss und bis dann.